Willkommen nach einer etwas längeren Pause zu einer weiteren Folge des Champions League Predictor. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Unter anderem war die Länderspielpause jetzt zwischen den beiden Champions League Spieltagen. Deswegen hat sich ein bisschen was getan in den Ligen der einzelnen Champions League Teilnehmer. Und dementsprechend auch in meinen Einschätzungen, wer denn diese Partien, die wir heute betrachten, gewinnen kann. Wir schauen doch direkt mal auf das erste 18.45 Uhr Spiel, das wir heute Abend sehen werden. Beşiktaş Istanbul gegen Sporting Lissabon. Haben beide eine relativ ähnliche, wobei, nee, doch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir fangen an mit Istanbul. Beşiktaş hat aus den letzten 5 Ligaspielen 2 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen geholt. Eine durchwachsene Bilanz also. Die ersten beiden Champions League Spiele gingen 1:2 und 2:0 verloren. Das heißt noch mit 0 Punkten in der aktuellen Gruppe. Sporting Lissabon mit 3 Siegen und 2 Unentschieden aus den letzten 5 Ligaspielen. Ungeschlagen immerhin. Aber auch deren Champions League Start alles andere als gut. 1:5 und 1:0 verloren. Und Bilanz gegeneinander, ein Unentschieden, 1:1 in Istanbul und ein Sieg für Sporting in Lissabon, 3:1. Beides also sehr ausgeglichene Bilanzen und ich tippe dennoch auf einen knappen 2:1 Sieg für Sporting Lissabon. So, Brügge gegen Man City. Brügge mit 3 Siegen, 2 Unentschieden aus den letzten 5 Ligaspielen. Erstes Champions League Spiel 1:1 Unentschieden und das zweite 2:1 gewonnen. Damit tatsächlich sogar aktuell Tabellenführer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gegner ist Man City, die exakt identische Ligabilanz, 3 Siege, 2 Unentschieden. Champions League, erstes Spiel 6:3 gewonnen, zweites Spiel 2:0 verloren. Bisher gab es keine Spiele zwischen diesen beiden Vereinen. Dennoch, auch wenn Brügge ganz gut in die Champions League-Saison gestartet ist, ich traue mich nicht unentschieden zu tippen. Oder sogar für Brügge. Ich gehe auf einen knappen 2:1 Sieg für Manchester City. Wo ich mich aber doch für eine Sensation entscheide, was das Tippen angeht, ist bei der nächsten Partie Inter Mailand gegen Sheriff Tiraspol. Inter hat aus den letzten 5 Ligaspielen 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage geholt. Champions League bis jetzt eine 1:0 Niederlage und 0:0 Unentschieden. Sheriff Tiraspol 4 Siege, 1 Unentschieden aus den letzten 5 Ligaspielen. Und das erste Champions League-Spiel 2:0 und das zweite 2:1 gewonnen gegen Real Madrid. Auch hier bisher keine Spiele gegeneinander. Und Inter Mailand schwächelt ein bisschen, habe ich gerade das Gefühl. Sowohl in der Champions League läuft es halt auch überhaupt nicht. Das war letzte Saison schon so und auch diese. Und ich werde mich tatsächlich mal trauen, ein 2:1 für Sheriff Tiraspol zu tippen. Ich sag, deren unglaubliche Serie, deren unglaubliche Reise geht weiter. Und wo wir dann gerade in dieser Gruppe sind, Donetsk gegen Real Madrid. Auch da werde ich tatsächlich auf eine Überraschung. Donetsk aus den letzten 5 Ligaspielen 4 Siege, 1 Unentschieden. Haben zwar das erste Champions League-Spiel 2:0 verloren und das zweite 0:0. Real Madrid jedoch auch nicht ganz so erfolgreich. 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage aus den letzten 5 Ligaspielen. Erstes Champions League-Spiel in allerletzter Minute noch 1:0 gewonnen gegen Inter Mailand. Zweites Spiel aber gegen Sheriff Tiraspol 2:1 verloren. Bilanz gegeneinander bisher 2 Siege für beide, 4:0 zu Hause und 4:3 auswärts sind diese Siege für Real und 2:0 zu Hause und 3:2 auswärts die Siege für Donetsk. Und diese beiden Siege waren letzte Saison. Das ist ja wohlgemerkt die exakt identische Gruppe, nur dass mein Verein, meine Gladbach, ja leider durch Sheriff Tiraspol ersetzt wurden. Wir sind ja gar nicht dabei diese Saison. Ich sag einfach mal, wir bleiben dabei. Ich tippe ein 2:0 für Donetsk. So, Ajax Dortmund ist so das erste, ja, schwierigere Spiel.
wo wirklich zwei sehr erfolgreiche Teams aufeinandertreffen. Ajax mit 4 Siegen, einer Niederlage aus den letzten 5 Ligaspielen. Übrigens vorweggenommen, Dortmund mit der exakt gleichen Bilanz. Ajax mit einem 5:1 Sieg gestartet in dieser Champions League Saison und gefolgt von einem 2:0 Sieg. Dortmund mit einem 2:1 Auswärtssieg gestartet und einem 1:0 Sieg zu Hause gefolgt. Bilanz bisher, auch hier 2 Siege für beide. 1:0 zu Hause und 2:0 auswärts für Ajax, 1:0 zu Hause und 4:1 auswärts für Dortmund. Sehr ausgeglichen und so wird auch mein Tipp sein, 2:2 unentschieden. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, wird das sogar mein einziges Unentschieden sein, das ich getippt habe. Aber das schauen wir nochmal weiter. Denn wir machen weiter mit Porto gegen AC Mailand. Porto aus den letzten 5 Ligaspielen 4 Siege, ein Unentschieden. Auch hier die exakt selbe Bilanz wie AC Mailand, die ebenfalls 4 Siege, ein Unentschieden. Porto mit einem 0:0 in die Champions League gestartet, gegen Atletico eigentlich ganz okay. Dann aber das zweite Spiel 5:1 gegen Liverpool verloren. AC Mailand knapp 3:2 gegen Liverpool verloren und knapp 2:1 gegen Atletico verloren. Damit punktemäßig 1 Punkt hinter Porto. Allerdings gegen Liverpool schon auf Augenhöhe gewesen und gegen Atletico halt nur wegen deren roten Karte das Spiel aus der Hand gegeben. Bilanz gegeneinander. Ein 0:1 und 0:3 auswärts sind die beiden einzigen Siege für Porto. Zweimal 0:0 und ein 1:1 sind die Unentschieden, die es zwischen diesen beiden Partien gegeben hätte. Oder gegeben hat, besser gesagt. Und 3:0 und 1:0 zu Hause und 1:0 auswärts sind die Siege für AC Mailand. Also auch zwischen den beiden recht ausgeglichen. Trotzdem schätze ich AC Mailand deutlich stärker ein als Porto und tippe ein 2:0 für AC Mailand. So, Atletico Liverpool. Atletico hat aus den letzten 5 Ligaspielen 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage geholt. Erstes Champions League Spiel 0:0, zweites 2:1 gewonnen. Liverpool 3 Siege, 2 Unentschieden aus den letzten 5 Ligaspielen. Und erstes Champions League Spiel 3:2 gewonnen, zweites 5:1. Bilanz gegeneinander: 3 Siege für Atletico Madrid, jeweils zweimal ein 1:0 zu Hause und ein 3:2 nach Verlängerung auswärts. Dann gab es zweimal ein 1:1 als Unentschieden. Und der bisher einzige Sieg für Liverpool war ein 1:0 nach Verlängerung in Liverpool. Trotzdem, Atletico schwächelt zu sehr im Moment und auch der einzige Sieg in oder auch der letzte Sieg in der Champions League mehr als glücklich. Ich tippe auf ein 2:1 für Liverpool. So, Paris-Leipzig ist die nächste Partie. Paris hat 4 Siege und eine Niederlage aus den letzten 5 Ligaspielen geholt. Erstes Champions League Spiel 1:1 unentschieden, aber dann das zweite gegen Man City gewonnen. Leipzig sehr durchwachsen gerade. 2 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage in den letzten 5 Ligaspielen. Und Champions League sowohl 6:3 gegen Man City als auch 2:1 gegen Brügge verloren. Bilanz gegeneinander, tatsächlich ein 1:0 zu Hause und ein 3:0 Auswärtssiege für Paris und ein 2:1 Sieg zu Hause für Leipzig. Der einzige Erfolg bisher, auch tatsächlich sogar in der letztjährigen Gruppenphase der Champions League. Trotzdem ist die Sache für mich eigentlich klar. Ich tippe ein 2:0 für Paris. So, weiter geht's mit Barcelona gegen Kiew. Auch Barcelona sehr durchwachsen im Moment. 2 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage. Erstes Champions League Spiel 3:0 verloren, wie auch das zweite Spiel 3:0 verloren. Kiew 4 Siege, ein Unentschieden, ungeschlagen also zurzeit. Erstes Champions League Spiel 0:0, dann das zweite Spiel die 5:0 Klatsche in Bayern, also in München. Bilanz gegeneinander sehr deutlich, 8 Siege Bayern, ein Unentschieden, 3 Siege Kiew. 2:1, 2:0, 3:0, 4:1 zu Hause und 2:3, 0:2, 1:2 und 0:4. Auswärts die Siege für Barca. Habe ich gerade gesagt, 8 Siege Bayern, 8 Siege Barca. Entschuldigung.
1:1 das bisher einzige Unentschieden, 3:1 und 3:0 zu Hause für Kiew und 4:0 auswärts die Siege für Kiew. Trotzdem, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Barcelona so schlecht drauf ist aktuell, dass sie nicht mal auch zu Hause, wohlgemerkt, einen Sieg gegen Kiew hinkriegen. Deswegen ein Tipp von mir, 2:0 für Barcelona. Salzburg gegen Wolfsburg. Salzburg auch aktuell ungeschlagen, 4 Siege, ein Unentschieden. Und erstes Champions League-Spiel 1:1 unentschieden und zweites 2:1 gewonnen. Wolfsburg ein Sieg, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, aktuell die schlechteste Form von allen diesjährigen Champions League-Teilnehmern. 2 Unentschieden bisher in der Champions League, 0:0 und 1:1. Bisher keine Spiele gegeneinander und für mich sieht die Sache eigentlich recht eindeutig aus. Das wird für mich zwar eine knappe, aber dennoch ein Sieg, ein 2:1 Sieg für Salzburg. So, Chelsea gegen Malmö. Chelsea 4 Siege, eine Niederlage. Erstes Champions League Spiel 1:0 gewonnen, zweites dann 1:0 verloren gegen Juve. Malmö 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage in den letzten 5 Ligaspielen. Champions League 3:0 und 4:0 verloren. Wieder ins Gegeneinander, sowohl ein 3:0 Heimsieg und ein 2:1 Auswärtssieg für Chelsea. Und die Sache sieht für mich eindeutig aus. Ein 3:0 Sieg für den FC Chelsea. So viele Spiele haben wir tatsächlich schon gar nicht mehr. 5 Stück warten noch auf uns. Zenit gegen Juve. Zenit 3 Siege, 2 Niederlagen. Aktuell schwächen sie in ihrer Liga. Erstes Champions League Spiel 1:0 knapp verloren gegen Chelsea, dafür das zweite überragend 4:0 gegen Malmö gewonnen. Juve 4 Siege, ein Unentschieden. Deutlich gesteigerte Form in der Liga. Champions League, erstes Spiel 3:0 gewonnen, zweites 1:0 gewonnen, passt. Die bisher einzigen Spiele, 1:0 Heimsieg für Juve und 0:0 Unentschieden. Und für mich wird diese Partie am Mittwoch 2:0 für Juve ausgehen. Benfica gegen Bayern, die haben auch schon einige Spiele gegeneinander absolviert. Benfica in der aktuellen Form 4 Siege, ein Unentschieden in den letzten 5 Ligaspielen. 0:0 am ersten Champions League Spieltag, zweites Spiel 3:0 gewonnen, damit aktuell Tabellenzweiter in der Gruppe. Gegen den aktuellen Tabellenersten Bayern, die haben in der Liga aktuell 4 Siege und eine Niederlage aus den letzten 5 Spielen geholt. Champions League 3:0 und 5:0 gewonnen, damit souverän auf Platz 1. Bilanz gegeneinander, wie gesagt, einige Spiele, 7 Siege für Bayern. Zweimal ein 5:1, zweimal ein 4:1 und ein 1:0 zu Hause. Und 2:0 und 3:1. Auswärts waren die Siege für Bayern und dann noch 2x 0:0 und 2:2 die Unentschieden. Siege für Benfica gab es bisher nicht und auch ein Unentschieden wird es für mich nicht. Es wird für mich ein 3:1 Sieg für die Bayern. Lille gegen Sevilla. 3 Siege, 2 Niederlagen aus den letzten 5 Ligaspielen bei Lille. Erstes Champions League Spiel 0:0, zweites 2:1 verloren. Sevilla 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, dezent besser als Lille. Champions League beide Spiele 1:1, auch nicht das Beste. Bilanz gegeneinander, zweimal ein 1:0 Sieg für Lille und einmal ein 2:0 Sieg für Sevilla. Dennoch schätze ich die Spanier etwas stärker ein und würde auf einen 2:1 Sieg für Sevilla gehen. So, die letzten beiden Spiele, die noch anstehen. Young Boys Bern konnte aus den letzten 5 Ligaspielen 4 Siege und einen Unentschieden holen. Hat sich einen 2:1 Sieg am ersten Spieltag geholt, eine knappe 1:0 Niederlage am zweiten eingesteckt. Villarreal 2 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, auch sehr durchwachsen dann, wie einige andere Teams. Erstes Champions League Spiel 2:2, zweites 2:1 verloren. Bisher gibt es keine Spiele gegeneinander und ich denke, dieses Spiel wird 1:1 unentschieden ausgehen. Damit muss ich natürlich auch meine Aussage vom Anfang zurücknehmen, das 2:2 bei Ajax Dortmund ist nicht mein einziges Unentschieden, denn tatsächlich folgt jetzt sogar noch ein drittes Unentschieden. Kleiner Spoiler. Man United, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen aus den letzten 5 Ligaspielen.
haben das erste Spiel 2:1 verloren, das zweite sehr knapp 2:1 noch gewonnen. Atalanta, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage aus den letzten 5 Ligaspielen. 2:2 gegen Villarreal am ersten Champions League-Spieltag, 1:0 danach gewonnen gegen Bern. Auch hier keine bisherigen Spiele gegeneinander und ich denke, auch hier wird das Ganze 1:1 unentschieden ausgehen. So, dann reiche ich natürlich noch die Punkte nach. Auch am zweiten Spieltag habe ich nämlich wieder 33 Punkte geholt, wie schon am ersten Spieltag. Ziemlich strange, wenn ihr mich fragt. Mal schauen, was es an diesem dritten Spieltag wird. Wenn es wieder 33 Punkte werden, dann weiß ich nicht, was da genau los ist. Schreibt auch gerne wieder oder schreibt gerne, was ihr zu meinen Tipps sagt, ob ihr irgendwas ganz anders seht, was ihr so tippt. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns, besser gesagt, das nächste Mal in diesem Format am vierten Champions League Spieltag.